Achtung, das folgende Review enthält viele böse Wörter. Wenn ihr damit nicht klarkommt oder vielleicht zu jung seid dafür, dann schaut euch lieber an, wie Mondschatten ein trashiges RPG-Maker-Spiel spielt. Und jetzt los. Liebes YouTube, nicht oft geschieht es, dass Worte keinen Ausdruck mehr vergeben können dafür, wie heftig mega beschissen eine Sache ist. Just habe ich mir im Nintendo Store für den 3DS ein schönes altes Spiel käuflich erworben, welches da den Titel trägt: Castlevania The Adventure. Die 2,99, die ich dafür ausgegeben habe, waren nicht nur aus dem Fenster geschmissen. Nein, es fühlte sich gar so an, als hätte ich mir jeden Cent einzeln in den Arsch geschoben, um ihn bis nach Berlin zu furzen, aus einem Kellerfenster mit Südseite. Tja, nicht umsonst sprach damals schon der große Philosoph Plato, ich zitiere: "Mann, diese dämliche Gameboy-Adaption von Castlevania ist wie eine Papaya voll Pavian-Kotze, die man in eine Cartridge gepresst hat." Lasst mich ansonsten aus dem Brockhaus verlesen, unter F wie Fußpilz. Hier, Fußpilz, schmeichelhafter Begriff für Castlevania The Adventure. Nicht einmal Enddarmgeräusche, geschweige denn Worte, können Zeugnis reden davon, welche madige Qualität dieses bescheuerte Spiel an den Tag legt. Der große Teil der Entwickler dieses Spiels ist inzwischen in ein tibetisches Kloster eingetreten, um Vergessen und Demut zu üben. Die restlichen Entwickler wurden von Interpol zur Fahndung ausgeschrieben, wegen Gräueltaten an der Menschheit. Doch was gibt es über das Spiel an sich zu sagen? Das Leveldesign ist ungefähr so abwechslungsreich wie das Abendprogramm im ZDF. Die Grafik erweckt den Anschein, als hätte jemand gar auf ein Zeichenbrett gekotzt und dann mit seinen Achselhaaren lustige Bildchen reingemalt. Das Gameplay ist wie ein Eimer voll dampfender Kameldiarrhoe. Flüssig, aber trotzdem scheiße. Als die US-Armee 1990 bereits 11 Tage lang erfolglos die vatikanische Botschaft in Panama beschallt hatte, genügte es nur, die ersten 4 Töne der Hintergrundmusik von Castlevania The Adventure anzuspielen, um Noriega dazu zu bringen, weinend und mit vollgeschissenen Hosen freiwillig nach draußen zu kommen und sich zu ergeben. Noch heute gilt Castlevania The Adventure als eine der zuverlässigsten Methoden, aus Kriegsgefangenen Geheimnisse herauszupressen, auch wenn es gegen die Genfer Konvention verstößt, dieses Spiel für solche Zwecke einzusetzen. Zur Entstehungsgeschichte dieses Spiels. Als Adolf Hitler 1937 auf Amerikareise ging, setzte er irgendwo bei Alamo Gordo einen dicken, fetten, grünen, qualmenden Haufen mitten in die Wüste. 1989 wurden dort Grabungen angestellt und was man dort fand, wurde direkt unter dem Titel Castlevania The Adventure in den Laden gestellt. Nicht zuletzt dadurch ist bewiesen, dass wir hier nicht etwa über ein Videospiel, sondern vielmehr über ein komprimiertes, schimmelndes Stück Exkrement reden, welches definitiv nicht, niemals von überhaupt niemandem unter gar keinen Umständen gespielt werden sollte. Nicht. Und jetzt entschuldigt mich. Ich werde nun den Rest des Abends damit verbringen, mich in einen Jutesack gefüllt mit Brennnesseln zu übergeben. Dankeschön. Dreck und Müll und voll der Schrott, Riesenscheiße, oh mein Gott, das Spiel ist super öde, schrecklich schlecht und mies und überhaupt so scheiße, scheiße, flüssig, kack, dämlich, räudig, what the fuck, nur müllig, eklig, schlecht und grausig, mies und fies und einfach nur echt dumm. Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass ich Castlevania The Adventure kein gutes Spiel finde.